So, jetzt kommen wir noch zur letzten Map. Die nennt sich Eingezäunt und der dritte Überlebende ist hierbei immer oben eingesperrt und kann nur durch die anderen beiden Überlebenden befreit werden. Das Tor muss hier 4 Runden geöffnet werden, solange muss der obige Überlebende überleben. Und dazu könnte natürlich dann gegen Ende auf jeden Fall auch eine Gedärme helfen, um ihn 2 Runden zum Beispiel zum Überleben zu lassen und dann vielleicht noch eine Runde mit Mike. Dann ist man schon 3 Runden safe, kann sich in dieser Zeit schon gut vor zu dem Tor bewegen, sodass man dann beim Öffnen nur noch in Anführungszeichen rauskommen muss. Man hat hier auch genauso permanenten Spawn. Wenn man das hier sieht, nach jeder Runde kommen hier Beißer von der rechten Seite, so das werden wir gleich nochmal sehen. Und so, da erscheinen jetzt hier rechts Beißer und auch dort in der Nähe von Ezekiel auch nochmal so ein Leichenhaufen, wo permanent Beißer hervortreten. So, jetzt haben wir hier das Beispiel, dass Ezekiel jetzt hat man Welcome Mike aktiviert. Was man auch genauso hilfreich nutzen kann, ist eigentlich, dass die Beißer einen anderen Überlebenden anvisieren, wenn diese unterhalb vom Zaun sind, obwohl sie die gar nicht erreichen könnten, sondern Ezekiel an der Stelle funktioniert das auch immer sehr gut. Wäre auch eine Möglichkeit, die hier auf Trab zu halten. Und ja, das kann aber auch genauso mit Yumiko und Mercer und Keksen von unten gut supportet werden, weil Mercer sich ja mittels der Kekse gut aufladen kann und dann nicht mittels der Kekse, sondern mittels Rositas Sturmgewehr und dann mit den Keksen gut Schaden anrichten kann hier an der Stelle. Ja, die anderen zwei Beißer unten sind natürlich auch nicht zu verachten. Die kann man wie hier im Beispiel mit Beta, aber ich glaube, wenn man die gleich am Anfang auch mit vernichtet, funktioniert das auch ganz gut. Ja, oben Ezekiel, unten Mercer würde, denke ich, eine gute Kombination abgeben und könnte hier gut zum Erfolg führen. Ja, das wär's zur Map eingezäunt. Ciao.